Wegen der stark steigenden Infektionszahlen und viel Kritik auch aus den eigenen Reihen schärfen SPD, Grüne und FDP ihren Pandemieplan für den Winter jetzt offenbar massiv nach. Bild liegt der überarbeitete Gesetzentwurf der Ampelparteien vor. Und Paul Ronsheimer, Bild-Vize, ist bei uns hier mit im Studio, um uns zu sagen, Paul, was ist der größte Hammer darin? Ja, das ist der größte Bahnhammer, den es in der Pandemie bislang gegeben hat. Denn künftig könnten die Menschen, die ungeimpft sind, ausgesperrt werden aus Bussen und Bahnen. Und das ist das, was heute eingeschlagen hat im politischen Berlin und, wie wir hören, heftig umstritten ist. Ausgeschlossen, indem sie nicht mitfahren dürfen, also 2G oder 3G, sie müssen getestet werden. Nein, indem sie sozusagen einen einzelnen Test dann immer vorlegen müssen. Aber das ist sozusagen die Debatte, die gerade geführt wird. Mhm. Schwierig natürlich, wenn man sich Pendler vorstellt morgens. Wie soll das gehen? Wie soll das kontrolliert werden vor allem? Wir haben die Deutsche Bahn heute Morgen mal um ein Statement gebeten. Und das hier ist die Antwort, liebe Zuschauer. Wir stehen zu Corona weiterhin in ständigem Austausch mit den Ministerien und Behörden von Bund und Ländern. Die Pandemiebekämpfung wird seitens der Behörden immer wieder an die aktuelle Lage angepasst, auch für den Bereich der Mobilität. Diesen Verordnungen folgen wir und setzen diese dann um. So, holen wir jemanden dazu, der noch in charge ist, sozusagen in Verantwortung, der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, exklusiv bei uns im Interview jetzt. Hallo, Herr Scheuer. Hallo, grüße Sie. Herr Scheuer, Ihr Kommentar zu diesen Plänen, die ja im Prinzip schon einmal versucht worden sind und dann wegen Nichtmöglichkeit der Umsetzung, wie soll das kontrolliert werden, beispielsweise wieder fallen gelassen wurden. Ja, wir müssen ja mal die politische Situation anschauen. Die Ampel ist als Fortschrittskoalition gestartet. Letzte Woche eine Nichts-Tu-Koalition und jetzt die Chaos-Koalition. Denn vorher hat man über Freedom Day geredet und jetzt macht man quasi einen Mobilitäts-Lockdown für Ungeimpfte. Jeden treibt die Sorge um die explodierenden Zahlen um, völlig klar. Diese Woche am Donnerstag ist Ministerpräsidentenkonferenz, heute im Bundestag die Anhörung im Hauptausschuss über die fachlichen Fragen und dann ereilt einem jetzt vor ein paar Stunden ein Punkt aus dieser Vereinbarung der Ampel, der da heißt, im ÖPNV wie auch im Fernverkehr wird künftig zusätzlich zur Maskenpflicht eine 3G-Regelung gelten. Wer ein öffentliches Verkehrsmittel nutzt, muss dann entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Das ist momentan auf dem Tisch. Ich sage Ihnen, wir haben natürlich die Debatte schon längst gehabt in der Bundesregierung, in der Koalition, die noch amtierend ist und haben einfach festgestellt, dass die Durchführbarkeit an dieser Stelle zusammen auch mit dem Gesundheitsministerium, zusammen mit dem Innenministerium, auch das Justizministerium mit einer SPD-Ministerin hat diese Einschätzung noch vor ein paar Wochen gehabt, nämlich, dass wir natürlich eine Kontrollsituation bekommen, die bei Millionen von Pendlerinnen und Pendlern zu großen Problemen führen wird. Weil irgendwer sollte ja das dann kontrollieren. Ist es die Bundespolizei? Ist es die DB-Sicherheit? Ich wehre mich nicht gegen Schutzmaßnahmen der Bürgerinnen und Bürger in dieser schwierigen Lage. Nur wo kommen wir denn her? Aus einer Nichts-zu-Situation der Ampel, jetzt in völliges Chaos, Planlosigkeit und Hektik. Und ich habe mich jetzt gerade in den letzten Stunden mit denen zusammengeschaltet, die da in diesem System ja agieren müssen. Mit den Gewerkschaften beispielsweise, die sich immer dagegen ausgesprochen haben. Also die Situation muss ja aufgeklärt werden. Wenn, und so können wir mal das durchspielen, wenn heute ein Pendler heute früh in den Bus eingestiegen ist und hier vor dem Ministerium ausgestiegen ist, als Mitarbeiter hier ins Ministerium kommt, dann darf ich ihn nicht fragen, ob er 2G ist oder 3G ist, sondern der geht ins Ministerium. Aber vorher soll nach Plänen der Ampel er nur in den Bus steigen, wenn er 3G-Regelung erfüllt. Das ist Planlosigkeit und Hektik. Aber Herr Scheuer, wenn Sie da so gegen sind als Verkehrsminister, als Bundesverkehrsminister, werden Sie das dann boykottieren? Werden Sie eine mögliche Regelung so nicht umsetzen oder der Bahn und auch den regionalen Betreibern empfehlen, das nicht zu tun? Ja, ich bin genauso schockiert von den Entwicklungen der Zahlen und der Infektionen.
und wir müssen die Bürgerinnen und Bürger schützen. Nur fachlich bin ich ja erst einmal von den Ampelkoalitionären und Verhandlern nicht gefragt worden. Ich hätte gerne meine Meinung dazu abgegeben und auch fachlich beraten. Das ist auch die Pflicht in der Demokratie, das als geschäftsführender Bundesminister so zu machen. Nur in dieser Stellungnahme vom August, September kommen mehrere Ministerien drauf, dass diese Regelungen unverhältnismäßig sind und dass sogar das Robert-Koch-Institut die Situationen in den öffentlichen Verkehrsmitteln als niedrig einstuft, niedrige Infektionsgefahr, weil die Fahrzeuge, wir haben ja über 2 Jahre jetzt daran gearbeitet, wissenschaftlich begleitet, die Fahrzeuge werden besser gelüftet, es wird ein Hygienekonzept schon seit Monaten angewandt, das vor Corona natürlich nicht der Fall war. Wie ist die Durchführbarkeit? Das sind ja Fragen, die geklärt werden mit so einem schmalen Satz, wo sich Ampelkoalitionäre darauf einigen, ist es ja nicht getan. Das Problem liegt in der Praxis und das Thema ist, wer soll es kontrollieren? Das heißt, wenn ich im Fernzug fahre, komme ich drauf beim Kontrollieren, dass eine Person nicht der 3G-Regel entspricht. Der nächste Halt ist aber erst in 45 Minuten. Was mache ich mit dieser Person? Das waren Fragen, die schon wir vor Monaten diskutiert haben in einer Koalition mit der SPD und man zum Schluss gekommen ist, dass diese Anwendung für die Fernverkehre und für den ÖPNV nicht hilfreich sind, weil eben die wissenschaftliche Begleitung auch klar zum Ausdruck gebracht hat, dass die Fahrzeuge nicht vergleichbar sind mit einem 17-Quadratmeter-Büro. Aber Herr Scheuer, noch skurriler Sie sprechen viel darüber, was jetzt nicht geht, was nicht praktikabel ist. Was ist denn Ihr Vorschlag? Was muss denn jetzt getan werden, um Herr der Lage zu werden bei diesen extremen Zahlen, die wir momentan haben? Was ist Ihr Vorschlag, Ihre Idee? Was muss jetzt gemacht werden, ist, dass wir alle, die im Mobilitätssektor unterwegs sind, von den Kontrollbehörden bis über die Gewerkschaften, die Bahn natürlich selber, die vielen Verkehrsbetriebe, die außerhalb der Bahn jeden Tag Mobilität organisieren. Wir haben ja außerhalb der Pandemiezeiten 20 Millionen Pendlerinnen und Pendler jeden Tag. Das ist natürlich jetzt reduziert auf 60% von den 20 Millionen ungefähr, dass wir, wenn wir bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag sind, eine fachliche Lage haben. Ein einziger Satz, dass sich eine Ampelkoalition darauf einigt, im ÖPNV und Fernverkehr die 3G-Regel anzuwenden, das ist es ja nicht, sondern wir wollen ja, dass es wirksam ist, wenn sowas umgesetzt wird. Also heißt es, dass wir alle Experten jetzt an einen Tisch holen müssen. Das haben wir schon getan vor Monaten und sind zum Schluss gekommen, dass die 3G-Regelung im beispielsweise Fernbahnverkehr nicht praktikabel ist. Also das heißt, wir müssen auch nochmal wissenschaftlichen Rat, das gebe ich als Rat an die Ampelkoalition, dass dieses Chaos aufgelöst wird. Denn wir verunsichern ständig Menschen. Noch vor ein paar Tagen sagt Herr Kubicki, alles offen und alles unverhältnismäßig, was gegen Ungeimpfte vorgeht. Und jetzt in einer Nacht- und Nebelaktion einigt man sich darauf, dass man viele Pendlerinnen und Pendler und viele, die jeden Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, unter die 3G-Regelung stellt. Also das heißt, wenn wir zu einer Lösung kommen wollen am Donnerstag, Ministerpräsidentenkonferenz und zweite und dritte Lesung des Gesetzentwurfs, dann muss man jetzt als Ampelkoalition die an den Tisch holen, die in diesem System wirklich die tragenden Säulen sind, bis hin zu den Kontrollbehörden. Herr Scheuer, Sie haben, und wir haben es vorhin eingeblendet, in diesem Interview gesagt, aus der Nichtstu-Koalition wird die Chaos-Koalition. Eine Nichtstu-Koalition, das ist genau das, was wir bei Bild auch über die amtierende Koalition, in der Sie ja auch Bestandteil sind, getitelt haben. Wir sind in der gleichen Situation, wenn nicht noch in einer schlimmeren, wie vor einem Jahr in diesem Winter. Insbesondere in Ihrem Bundesland, in Bayern, sind die Zahlen dramatisch hoch. Warum haben Sie nicht etwas getan, um diese Situation erneut zu vermeiden? Ja, wir tun ja jeden Tag was. Und wenn ich das nochmal hervorheben darf, es geht alles mit einem Gesetzentwurf, der im jetzig neuen Deutschen Bundestag unter anderen Mehrheiten verabschiedet werden muss. Das heißt, diese Bundesregierung ist jetzt geschäftsführend im Amt und bemüht sich, dass wir das Infektionsgeschehen eindämmen können. Wenn aber in einer Ampelkoalition, die aber jetzt die Mehrheiten im Bundestag hat, wo man Gesetze durchbringen muss, nichts an Ergebnissen vorweist, bis
letzte Woche keine Aktion. Die Frage, Herr Scheuer, die Frage war nach den Ergebnissen, die Sie vorweisen können. Die Ergebnisse, die uns jetzt in diese Situation wieder gebracht haben. Ja, Moment. Vor der Bundestagswahl waren die Zahlen der Infektionsherde im Griff mit Aktionen, die sie, diese Bundesregierung wohl überlegt gemacht hat. Auch zum Schaden dieser Koalition und dieser Bundesregierung, wenn ich mir das Wahlergebnis anschaue. Trotzdem haben wir jetzt eine neue Aufgabe und arbeiten jeden Tag daran. Wissen Sie, wir haben in allen Lockdown-Phasen die Lieferketten aufrechterhalten. Wir haben die Versorgung in Deutschland sichergestellt und wir haben nicht so ein Chaos ausgelöst wie diese Ampelkoalitionäre, die jetzt über Wochen nichts getan haben und jetzt plötzlich übers Wochenende, und man sieht da die Schalten mit Christian Lindner und Robert Habeck, plötzlich in Aktionismus verfallen. Wenn wir früher, aber das bringt uns jetzt nichts, angepackt hätten gemeinsam, dann hätten wir diese Lage im Griff gehalten. Noch ist die Ampel ja nicht in einer Regierung. Sie verhandeln ja immer noch über die Koalition. Abschließend die Frage ganz konkret für diejenigen, die in den nächsten Tagen Bus und Bahn fahren, in den nächsten Wochen Bus und Bahn fahren. Werden Sie persönlich dagegen kämpfen, dass es diese Regelung gibt, oder gehen Sie davon aus, dass die kommt? Ich bin von dieser Regel nicht überzeugt, denn wir haben gute Gründe, wissenschaftlich, aber auch von der rechtlichen Situation her, dass eben nicht die Mobilität ein Infektionsherd ist, sondern wir mit anderen Mitteln die das Geschehen im Griff behalten müssen. Und den fachlichen Rat kann ich geben. Und ich gebe auch noch zu bedenken, dass wir erst, bevor wir irgendwo zu einer Beschlussfassung kommen, die beteiligten Personen, Kreise an einen Tisch bekommen, Experten, Wissenschaft, Kontrollbehörden, Herr Scheuer, aber auch Gewerkschaften. Das mit dem Rundtisch haben wir verstanden, aber wenn Sie konkret, kämpfen denke, Sie dagegen, dass künftig diese Regelung in Bus und Bahn umgesetzt wird? Herr Ronsheimer, kämpfen ist da der falsche Begriff. Ich setze mich dafür ein, aus der Überzeugung, die ich seit Monaten habe, dass diese 3G-Regelung im Bereich der Mobilität nicht angezeigt ist und unverhältnismäßig ist. Dafür setze ich mich ein, aber dazu kann ich nur meinen fachlichen Rat geben, weil im Bundestag, und das Parlament beschließt einmal über Gesetze, andere Mehrheiten sind. Ich gebe nur zu bedenken, dass wenn ein Verkehrschaos entsteht, das nicht das Verkehrschaos einer geschäftsführenden Bundesregierung ist, sondern dann einer Ampelkoalition. Letzte Frage, aktuelle Entwicklung. Wir haben es vorhin als Breaking News gemacht. Auf dem Christkindlmarkt in Bayern soll die Maskenpflicht eingeführt werden. Auch da hieß es immer Monate, und das hat auch Ihre Partei unterstützt, dass eine Maskenpflicht draußen völlig überflüssig sei. Warum da jetzt plötzlich wieder die Kehrtwende? Ich sage Ihnen, wir müssen erstens am Arbeitsplatz dazu kommen, dass die Arbeitgeber die Möglichkeit haben, Auskünfte zu haben über 2G und 3G von den Mitarbeitern. Ich darf vielleicht noch zur Mobilität sagen, bevor ich diese Frage beantworte. Ein Zugbegleiter, der kann nicht von der Bahn gefragt werden, ob er geimpft oder genesen ist oder getestet ist. Der darf keine Auskunft einholen, der verantwortlich ist für den Zugbetrieb. Der Zugbegleiter muss also Leute kontrollieren, aber kann seinen Arbeitgeber verweigern die Information, ob er überhaupt unter der 2G-Regelung fällt oder unter der 3G-Regelung. Und das Zweite ist, ich mache alles mit, was das Infektionsgeschehen einschränkt. Und diese Maßnahmen, die in Bayern jetzt gemacht werden, die starken und strengen Maßnahmen, die unterstütze ich eins zu eins. Wir müssen dieses Infektionsgeschehen eindämmen in jeder Art und Weise. Und da finde ich auch die Maßnahme auf einem Christkindlmarkt, wo Menschen zusammenstehen, wo auch vielleicht der eine oder andere eher besinnlich, aber auch vielleicht ausgelassen und mit Freude unterwegs ist, dass wir die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger nochmal ins Zentrum stellen, appellieren dran, dass wir alle zusammenhelfen müssen, dieses Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen, weil jeder Tag, den wir das nicht durchführen mit Maßnahmen, ist ein verlorener Tag und damit ein Anstieg der Infektionen und damit ein Nicht-Kontrollieren
der Anstiege und der explosionsartigen Entwicklungen. Herr Scheuer, letzte Frage noch von mir. Wir schauen auch gleich in unserer Sendung zu unseren Nachbarn nach Österreich. Harte Maßnahmen dort, die 2G-Regelung und auch der Lockdown für alle Ungeimpften. Ist das ein Vorbild für Deutschland? Was halten Sie von diesen strengen Regeln dort? Und was raten Sie auch vor allem allen Touristen, die jetzt ihren Winterurlaub geplant haben, die Skisaison startet? Wie soll man sich da richtig verhalten? Ja, wir sehen es ja an den Grenzsituationen. Ich habe auch einen Grenzwahlkreis, weil man auf die Zahlen in Bayern angesprochen wird. Natürlich hat diese Situation etwas mit den Nachbarländern zu tun, wie dort das Infektionsgeschehen ist. Und ich kann nur appellieren, dass sich jeder vernünftig verhält. Jetzt müssen wir nochmal wirklich über den Winter zusammenstehen und einfach mit allem, was wir tun, nachfragen, ist es in Bezug auf diese furchtbare Corona-Pandemie angezeigt, dort oder dahin zu gehen, dies oder das zu machen. Jetzt müssen wir wirklich mit Vernunft agieren. Und die harten Maßnahmen in Österreich sind natürlich ein Lockdown gegen die Ungeimpften. Und das müssen wir an dieser Stelle verhindern. Wir müssen von der anderen Seite kommen, nämlich nochmal appellieren, dass alle, die jetzt ungeimpft sind, nochmal nicht irgendwelchen Verschwörungstheorien aufsetzen, sondern wirklich jetzt zum Impfen gehen. Nicht die Boosterimpfung, die ist auch gut, sondern vor allem die Ungeimpften müssen jetzt zum Impfen gehen. Das ist der Appell und das müssen wir mit aller Macht schaffen, parteiübergreifend. Sagt der noch geschäftsführende Verkehrsminister Andreas Scheuer. Danke für das Interview.